Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der Himmelsfest. In der letzten Folge haben wir mal ein bisschen hier Ausbau getrieben, sprich neue Fenster. Wenn das die neuen sind, die sehen geil aus. Einen neuen Altar, unser Bettchen oben haben wir neu gemacht, neue Banner. Der Rest wird hier noch ausgebaut, aber ich glaube, für eine Quest fehlt uns exakt ein Blutlotus. Dann könnten wir die Quest beenden, aber gut. Wir werden jetzt in der Folge hier an Tisch gehen. Aber nicht hier, sondern hier war's. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Hat Liliana noch, nach Josephine noch was dazu zu sagen, dass wir ihn Ein da Problem eingesperrt bedarf haben? eurer Aufmerksamkeit, Inquisitor. Oha. Einige adlige Anhänger der Kirche in der Stadt Jada beschuldigen euch, für den Tod der Göttlichen verantwortlich zu sein. Nein. Sie sind ungewöhnlich gut organisiert. Ich würde empfehlen, jemanden nach Jada zu schicken, um die Angelegenheit zu klären. Wir brauchen etwas Propaganda. Wir müssen Stärke beweisen. Sie sind ungewöhnlich gut organisiert. Ich würde empfehlen, jemanden nach der. Schicken wir ein paar Gesandte nach Jada, um die Leute zu überzeugen, dass ich kein Monster bin. Ausgezeichnet. Ich denke, es wäre ein großer Gewinn, sie für euch einzunehmen. Ja. Gut. Und wir gehen an den Tisch. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Hier ist ja auch alles kaputt. Alles kaputt. Bin mal gespannt, ob sich das alles mit der Zeit noch repariert. Beziehungsweise repariert wird von unserem Volk. Puh, der Tisch sieht nach Arbeit aus. So, wir gehen erstmal in Felderen. Erkundung der Frosk. Könnt ihr veranlassen, was wir besprochen hatten, Botschafterin? Ja, ich habe das Geld aufgetrieben. Die Inquisition wird die Familien derer entschädigen, die wir in Haven verloren haben. Ich danke euch. Dorians, bitte. Nun, da wir das sagen haben, muss ich unbedingt etwas. Kostet das jetzt Macht da? Was habe ich da jetzt angeklickt? Dorians, bitte. Aufarbeitung des Magieraufstandes, das gedämpfte Flüstern, Hinterlande erkunden, Soldaten retten, die in Feldern verschollen sind, Ressourcen des Fallbruchs, Ressourcen, Belohnung, Elfenwurzel. Verpflichtung im Sinne der Inquisition. Nur damit die Sache geklärt ist, wir kämpfen gegen einen Magister der dunklen Brut, der die Kontrolle über etwas hat, das verdächtig nach einem Erzdämon aussieht. Da kann mir niemand mit dem Argument kommen, dies sei kein Verderbnis. Wir haben Blackwoods Verträge und wir haben einen Anlass. Tedas wird sich leicht überzeugen lassen. Keine Ahnung. Teres Falschan, Schatten über den Emrin, Katastrophe in den tiefen Wegen. Osramas Freundschaft erringen. Meine Späher melden keinerlei Anzeichen von Gefahr auf dem nahegelegenen Pass. Gut. Ich werde Patrouillen entsenden, um sicherzustellen, dass das auch so bleibt. Freundschaft. Den Wächter finden. Verbesserte Stabilität. Haben verschwindende Regionen von Theta stabilisiert. Einige Dämonen sind allerdings zurück über die Inquisition. Hat einige Gesuche erhalten, sich dieses Problems anzunehmen. Spezialisierung des Inquisitors. Okay. Ich kann zwar für die Ausbildung unseres Rekruten garantieren, aber sollte der Inquisitor tatsächlich von einem Untergebenen trainiert werden? Sie ist schließlich eine Lichtgestalt, die uns in allen Hoffnung wecken soll. Insofern halte ich die Berufung eines Spezialisten aus unseren eigenen Reihen für ungenügend. Bei allem Respekt für unseren Leuten, die Bedürfnisse des Herolds sind derart spezifisch, dass ich zur Verpflichtung der besten Kampfspezialisten rate, die wir auftreiben können. Okay, dann, können wir nur Lilia nennen? Josephine nehmen? Wir stehen euch zu Diensten. Wir haben die Besten der Besten hier versammelt. Das Training mit diesen Spezialisten wird gewährleisten, dass die Fähigkeiten des. Okay. Das war's schon. Osramas Freundschaft, Katastrophe, Schatten über Denerim. Mein Felderen Zuflucht gewährt, um sich mit ihr und meinem Onkel aus seiner eigenen Stadt zu jagen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass meine Laune bei unserem ersten Treffen nicht die beste war. Ich wollte Redcliffe einfach säubern, es war mir völlig egal, wer für ihr verantwortet. Heute wünsche ich mir, ich hätte anders gehandelt. Aber ist das nicht immer so? Diese Kultisten Minotauri, wenn ich mich recht erinnere, mir wurde zugetragen, sie wären im königlichen Palast wie Ratten. Zaubernde, böse, grinsende Ratten. Ich weiß nicht, was sie planen, aber ich muss ihnen das Handwerk legen. Und nachdem die Inquisition alles über sie weiß, hoffe ich auf eure Unterstützung. Bla bla, etc. etc.
Wartet, habt ihr das geschrieben? Ihr Schreiberlinge macht das mit Absicht, oder? ich... Keine Ahnung, warten wir erstmal ab. Bericht über die Aktivitäten im dunklen Boot. Wir gehen nur dünn besiedelt, für Reisen, also... Die Arkanistin gewinnen. Die Himmelsfest hat ein unglaubliches Potenzial, was die Runenherstellung und Schmiedekunst angeht. Was uns fehlt, ist jemand, der uns hilft, dieses Potenzial auszuschöpfen. Wir haben viele Experten an den Krieg und die Venatori verloren. Aber es gibt eine Arkanistin mit bemerkenswerten Fähigkeiten, die den Ruf genießt, schon mehrere erste Verzauber an drastischer und kaiserlicher Zirkel düpiert zu haben. Nach zwei Mordanschlägen und mindestens einer Explosion zögern viele Landbesitzer jedoch, ihr die Durchreise zu gestatten. Es wird nicht einfach sein, sie aus Tarnaval hierher zu bringen, aber diese Arkanistin wäre für die Jung... Okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Das war nämlich ein Tipp eurerseits. Die kann dann für uns Runen herstellen. Albrecht davon auf, abhalten, Boten zu belästigen. Das Schwarze Imperium, die Suche nach dem Schreiberling. Sturmküste, Katastrophen, den Wächter finden. Ja, ich weiß nicht, was jetzt hier noch... so viel! Gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Sieht bestimmt da nicht besser aus. Rüß und Evangeline finden. Nein. Kontakt. Befreien. Wir haben den Ebenen. Böse Augen, die rote Jenny haben wir doch schon, die Schlange von Nevara, eine Freundin in Kinarus. Lord Dorian unterstützt die meisten Magister und Tevinter, die Venatori zwar nicht, sie rühren aber auch keinen Finger, um zu verhindern, dass die Venatori im Süden ihr Unwesen treiben. Es gibt allerdings einige Magister, die das wahre Wesen des Kults erkannt haben und versuchen ihn zu entlarven. Eine Magistrin Canaris namens Meivaris Tilani versucht im kaiserlichen Senat ein Gesetz einzubringen, das die Aktivitäten der Venatori in Tevinter drastisch einschränken würde. Dorian sagt, eine unauffällige Unterstützung durch die Inquisition würde Meivaris helfen und könnte letztlich auch die Unterstützung anderer Magister sichern, die fürchten, wofür Kofos steht. Ich glaube, wir treiben uns erstmal auf der rechten Seite nochmal rum. Machen jetzt einfach mal ein paar Sachen. Also das, was ihr gesagt hattet oder in den Kommentaren geschrieben hattet, das habe ich jetzt gemacht. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal schicker Deutschgriff. Was? Wir stehen euch zu Diensten. So. Einmal Jolt. Was haben wir denn noch? Ressourcen des Fallbruchs. Fiona, wir haben versucht, alle Informationen einzustellen, einfach zu bewerten. Die Inquisition morgen und Kontakt mit ihnen aufnehmen. Sie sollten wenigstens wissen, dass die Templer weg sind, oder? Dann wollen wir doch mal sehen. Wir machen jetzt einfach mal irgendwas. Verpflichtung im Sinne der, nur damit sie sagen, wir kämpfen gegen einen Magister. Tedas überzeugen lassen. Inquisitor. So. Gut. Auch erledigt. Boah, die Musik macht mich mal nervös. Setzt mich voll unter Druck. So, ich würde jetzt noch gerne mit den dreien denn da sprechen, wenn sie denn jetzt da sind. Frage beantwortet. So, dann wollen wir mal mit, Entschuldigung, mit denen sprechen. Mit den drei Grazien. Wo seid ihr? Kommandantin Helene, eure Ausbilderin. Hallo? Ja, hallo. Ich bin eure Ausbilderin. Ja? Ich bin eure Ausbilderin. Das sagtet ihr bereits. Gut, denn es war eine lange Reise. Es ist eine gerechte Sache und wenn wir nicht bald beginnen, habt ihr keine Zeit, um zu lernen. Ich bin eure Ausbilderin.
Ihr wirkt etwas zerstreut. Es ist nichts. Ich bin einfach nur ein wenig erschöpft. Aber es ist nichts. Danke. Ich wurde beauftragt, die Bresche sowie die nachfolgenden Risse zu untersuchen, um herauszufinden, wie sie die klassischen Zweige der Magie beeinflussen. Ich war fasziniert. So wie die 19 anderen auch, nehme ich an. Sie sind tot. Sie hatten die Macht erlernt, konnten sie aber nicht kontrollieren. Rissmagierin, Inquisitor. Die Kräfte sind unglaublich. Und mit der entsprechenden Ausbildung werdet auch ihr unglaublich sein. Ich weiß, wie man es überlebt. Und ich kann es euch lehren. Es ist unglaublich. Boah, wie heißt ihr? Wer wollte, dass ihr sie studiert? Warum sollte ich eurem Weg folgen? Gut, was muss ich tun? Was denn ein Neues von ihm? Ihr habt euren Namen nicht erwähnt. Ich bin eure Ausbilderin. Das ist kein Name. Es ist das, was ich bin. Und ich gebe mir die größte Mühe, es nicht zu vergessen. Dabei gibt es so viel anderes, was ich mir merken muss. Ihr müsst verstehen, Inquisitor, dass ich das alles äußerst schnell gelernt habe, damit ihr es nicht tun müsst. Wer hat euch damit beauftragt, die Magie aus den Rissen zu erforschen? Die Gemeinschaft der Magier. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Und wir sind stolz, euch helfen zu können. Wir sind schnell. Wir konnten rasch handeln und einige Leute dieser Rissmagie überantworten. Viele Leute. Ihre Leben haben sie stabil und sicher gemacht. Wir sind sehr stolz darauf. Die Entstehung der Risse wurde erst durch die Bresche ausgelöst. Und doch ist dieses Gebiet bereits eine Schule der Magie? Eine Schule? Nein, ja. Etwas Ähnliches vielleicht. Die Löcher im Schleier haben uns mit Magie überschwemmt. Und das können wir nutzen. Das alles hat einige Regeln geändert. Sie genug abgewandelt, dass die Unachtsamen von innen nach außen gekehrt wurden. Es sind alte Kräfte in neuen Formen. Auch andere werden sich daran versuchen. Ihre Resultate werden unterschiedlich ausfallen, aber ihr werdet die beste Anleitung haben. Und zwar, weil eure Ausbilderin das Risiko bereits eingegangen ist. Der Preis wurde bezahlt. Verratet mir, warum dieser Wissenszweig am besten zu mir passt. Ihr seid der Inquisitor. Und? Ihr verdient eine Macht, die eure Feinde mit der Leichtigkeit schöpferischer Kraft hinwegfegt und sie allein durch euren Willen zermalmt. Genau diese Macht wird euch in Aussicht gestellt. Und wer wäre besser dafür geeignet als ihr? Ihr seid der Inquisitor. Also gut, sagt mir, was ich machen muss. Ihr werdet Orte besuchen, an denen ihr bereits wart. Und auch einige, die euch neu sind. Es ist notwendig, damit der Preis nicht doppelt bezahlt wird. Folgt den Anweisungen und der Weg wird sich euch erschließen. Ihr werdet die Macht verstehen. Dann zeige ich euch mehr. Ich bin schließlich eure Ausbilderin. Erwirb eine Schrift für Rissmagie. Puh, unser Questlog explodiert doch fast, oder? Haltet inne und erklärt euch, Inquisitor. Wie bitte? Ich frage nach euren Absichten. Ich wurde hierher gerufen, um eure Ausbildung zu leiten und möchte wissen, wer meine Schülerin ist. Ich bin in dieser Angelegenheit eure Kommandantin. Kommandantin Helaine. Danke, dass ihr hier seid, Kommandantin Helaine. Kommandantin, genügt, Rekrutin. Ich lehre die Fähigkeiten des ritterlichen Verzauberers. Es ist dein Rang und dein Leben. Die Hierarchien zu verstehen, ist der erste Schritt. Doch das wisst ihr bereits. Ihr wurdet nicht zum Inquisitor gemacht und anschließend gelehrt, wie man andere führt. Ich werde euch beibringen, wie ihr den euch zustehenden Platz einnehmt. Wie ihr euch euren Kriegern mit einer Spektralklinge in der Hand anschließt. Wie ihr die Reihen eurer Kämpfer befehligt, während ihr dabei Seite an Seite mit ihnen steht. Seid ihr bereit? Wer hat euch euren Rang verliehen? In wessen Truppen habt ihr gedient? Das kann ich euch nicht sagen. Und woher weiß ich dann, dass ihr überhaupt fähig genug seid? Ihr wisst es, weil ich es euch gesagt habe. Und genau diese Autorität werde ich auch euch lehren. Kommandantin ist ein Titel, der in den Streitkräften der Menschen gebraucht wird. Ihr jedoch seid eine Elfin. Die Wurzeln des ritterlichen Verzauberers stammen aus der elfischen Kultur. Auch wenn er in sämtlichen Kulturen zu finden ist. Für einen Magier, der eine Spektralklinge führt, gibt es keine Grenzen. Es gibt nur Respekt und es gibt Angst. Verratet mir, warum dieser Wissenszweig am besten zu mir passen würde. Das kann ich nicht. Nur ihr allein wisst,
ob es zu euch passt, die Führung nicht nur bei der Schlachtplanung zu übernehmen. Habt ihr den Mut, im Nahkampf die Klinge zu ziehen? Seid ihr bereit, eure Gefolgsleute allein durch eure Gegenwart zu Helden zu machen? Dies ist ein Weg für Anführer. Ihr sagt mir, ob ihr dessen würdig seid. Wieso kann ich das denn jetzt, wieso muss ich das annehmen? Weil ich kämpfe da gar nicht mit. Ja, egal. Ich bin bereit, von euch zu lernen. Dann lasst uns mit den ersten einfachen Schritten beginnen, Rekrutin. Anschließend werden wir sehen, wie weit ihr es bringen könnt. Ihr habt eine Aufgabe. Einige simple Anweisungen, die es zu befolgen gilt. Geht, lernt und kehrt dann zurück. Ihr werdet eure Truppen schon bald an vorderster Front anführen. Ihr werdet schon bald eine wahre Kommandantin sein. So, wo ist der Nummer 3 hier? Wer? Inquisitor, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass meine Fähigkeiten gebraucht werden. Und ihr seid? Verkünder Vius Anaxas aus Nevarra. Ich komme als eine Stimme der Toten zu euch. Heißt sie willkommen und sie werden eurer Sache dienen. Bitte entschuldigt. Wessen Stimme seid ihr? Die der Toten. Viele gehen davon aus, dass sie sich verhört haben. Ich gehöre zu den Mortalitasi. Wir kümmern uns um jene, die dahingeschieden sind und huldigen ihrem Leben, indem wir sie im Tode ehren. Und wenn die Lebenden in Gefahr sind, geben wir den Leichnamen der Toten erneut eine körperliche Aufgabe. Ich spreche von Nekromantie, Inquisitor. Die Toten werden euch dienen. Was ist ein Mortalitasi? Wir sind die Hüter der großen Nekropole Nevarras. Für die geschätzten Angehörigen geleiten wir einen Geist des Nichts in die verlassene sterbliche Hülle des Verblichenen. So ehren wir beide. Wenn jedoch Feinde die Lebenden bedrohen, wird der Tod durch uns zu einer Waffe des Krieges, anstatt lediglich dessen Folge zu sein. Ihr seid ein Magier, der das Leben manipuliert? Inwiefern unterscheidet sich das von Blutmagie? Blutmagie verzehrt Leben. Sie zerrt an den Lebenden, um sie zu manipulieren und zu zerstören. Sie ist ein Geschwür, das unter unseresgleichen wuchert. Wir hingegen ehren das Leben, indem wir die Toten achten. Wir geben ihrer sterblichen Hülle eine Aufgabe. Zumindest im Kampf und womöglich auch nur für einige wenige Augenblicke. Doch das ist immer noch mehr, als sie ansonsten hätten. Mehr, als einem normalerweise vergönnt ist, wenn man sich euch entgegenstellt. Ihr sagt, ihr könnt die Toten ins Leben zurückholen. Natürlich nicht. Die Seelen der Dahingeschiedenen durchqueren das Nichts, um beim Erbauer zu ruhen. Der Körper bleibt verlassen zurück. Und was genau macht ihr dann? In der großen Nekropole würden wir einen verirrten Geist des Nichts in einen Leichnam geleiten und ein Ungleichgewicht korrigieren. Doch wir sind im Krieg. Sämtliche Schlachtfelder besitzen eines im Überfluss. Den Tod. Ich verwandle die Leichen von Feinden in Waffen, die ich gegen sie einsetzen kann. Wir manipulieren nicht die Lebenden. Wir machen uns den Tod zunutze. Verratet mir, warum dieser Wissenszweig am besten zu mir passt. Er ist nicht für jeden der Richtige. Und doch geht unser aller Einfluss über das Leben hinaus. Ihr habt bereits viele aus reiner Notwendigkeit getötet. Doch beim Tod Halt zu machen ist Vergeudung. Er kann Feinde zu Verbündeten machen. Er kann das Schlachtfeld in Stücke reißen. Er kann Furcht einflößen. Die Leute werden mich fürchten? Wollt ihr anderen denn keine Furcht einflößen? Furcht bedeutet, dass euch im nächsten Kampf weniger Gegner erwarten. Furcht rettet Leben, falls das für euch von Belang sein sollte. Ich bin bereit, eure Kunst zu erlernen. Dann beginnt eure Reise dort, wo andere enden. Es sind nur kleine Schritte, doch sie sind von entscheidender Bedeutung. Es geht um Anweisungen und Ehrfurcht. Anschließend werdet ihr zurückkehren. Und dann werden wir sehen, was dieses Leben für euch bereithält. Okay. Sind wir ein
ein bisschen blass heute, Inquisitor? Mhm. Zu viel Gallensaft vielleicht? Mhm. Soll ich euch schröpfen oder wie wäre es mit einem Kräutertrunk? Ja, ich, kann man jetzt nochmal mit denen reden? Rekruten, ich warte darauf, dass ihr euren ersten Befehl befolgt. Erst dann könnt ihr lernen, selbst zu führen. Wer hat euch euren Rang verliehen? In wessen Truppen habt ihr gedient? Das kann ich euch nicht sagen. Und woher weiß ich dann, dass ihr überhaupt fähig genug seid? Ihr wisst es, weil ich es euch gesagt habe. Und genau diese Autorität werde ich auch euch lehren. Zeig mir, wie es geht. Ich bin bereit, von euch zu lernen. Ihr habt eure Anweisungen, Rekruten. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Okay, also haben wir 3 Quests jetzt von 3 verschiedenen. Ich dachte, wir müssen uns für eine von den 3 entscheiden. So, und dann war ja noch die Runenhändlerin. Wo treibt die sich denn jetzt rum? Wir werden heute Abend den Gesang singen und würden dich gerne in unserer Mitte begrüßen. Ladet doch die Mörder ein, die uns von Kamwald fernhalten. Das würde ich, wenn ich könnte. Hier oben ist noch eine Händlerin. Was? Endlich ein Ort für die Pferde. Verdammt, ich habe die foreldischen Pferde vergessen. Was? Blackwell, also geredet haben wir jetzt mit allen. Wo ist denn die Runentante? Ob die dann... Gut, ist jetzt primär nicht so wichtig. Da können wir dann... Die Soldaten machen mich nervös. Sie sitzen hier rum und werden immer gereizter. Es kam auch schon zu Auseinandersetzungen. Einer der Soldaten hat bei einem Streit sogar an seinen Gürtel gegriffen, als wolle er einen Dolch ziehen. Zum Glück hatte er ihn verloren, sonst wäre es wohl kaum bei einer blutigen Nase geblieben. Ja. Wir brauchen ein Fest. Inquisitor. Du bist... Cassandra, mit ihr können wir nochmal kurz reden. Was ist? Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Im Moment nicht. Nein. Sie sollte doch den Kerl dann... Vorerst alles. Wie ihr meint. Den Kerker verhören. Da könnte man natürlich auch nochmal kurz vorbeigehen. Das machen wir auch mal eben. Eric, Josephine, Dorian, Liliana, Solas. Kerker. Und Tisch. Dann gehen wir erstmal Tisch und dann Kerker. Kerker war, glaube ich, hier runter, ne? Ja, ich mein schon. Guten Tag. Die 3 Lehrer haben mich jetzt ein bisschen verwirrt. So. Achso, der dauert noch, okay. Das war fertig. Verbessertes Amulett der Magie. Ach, das läuft noch. War jetzt nur der eine Bericht. Ressourcen Hinterlande. Elfenwurz und Onyx. Finden wir selber. Schatten über den Ring. Ich habe mir meinen Pferd und Zuflucht gewährt mit ihrer Hilfe. 3 Stunden. Beschäftigt. Wächter finden, abgeschlossen. Geheimnisse. Beschäftigt.
Ja komm, dann machen wir noch mal hier Ressourcen. Scheiß ja und was drauf. Inquisitor. So, sind jetzt drei unterwegs. Irgendwelche Neuigkeiten? Nein. Bisher nicht. Ist auch ganz gut so, weil wir haben mehr als genug Arbeit. Mehr als genug Arbeit. So. Nein. Da müssen wir drauf. Accessoires, Amulett. Fünf Magie. Ist dasselbe, was wir jetzt schon haben. Cassandra, Sera, Dorian, nein, Solas, was hast du für ein, ja komm. Hä? So. Was war denn das Gnadenwappen, was macht das? Amulett werden von Hesarens Klingen geachtet. Wenn wir sie herstellen, können unsere Missionäre womöglich mit den Kultisten verhandeln und vielleicht sogar einige von ihnen über uns gewinnen. Belohnung plus ein Macht. Lassen wir erstmal. Gut. Zum Knast. Wo ging es jetzt zum Knast? War das hier schon der Knast oder war das Küche? Knast oder Küche? Das war die Küche, ne? Der dunkle Raum. War da gerade was? Ne. Knast. Küche. Ein nur Ausgang, ne? Ausgang, ja. Ich lass mal die Tür auf. Ne? Ein bisschen frische Luft schadet ja auch nicht, mein Sohn. Was hat's mit dem Wein auf sich, den wir nicht nehmen können? Ich weiß es nicht. Okay, hier kommen wir jetzt wohl nicht weiter. Dann, haben wir uns verlaufen. Da geht's hoch. Nein. Okay, Kinder, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir ein bisschen politisches Treiben vollziehen. Wir haben da noch eine Sache, die wir zu erledigen haben. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.